Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal und heute zeige ich euch, wie man in Minecraft ganz einfach so ein automatisches Lagersystem bauen kann. Genau, dafür braucht ihr Eis, also Packed Eis, Glas, Redstone-Komparator, Redstone-Verstärker, Redstone-Fackeln, Redstone-Staub, Trichter, Truhen, gelben Beton und Honig und das war's eigentlich schon. So ziemlich genau. So, ich würde sagen, dann legen wir auch mal gleich los. Als erstes baut ihr ganz einfach zwei Truhen so hin. Da drauf kommt so, dass so ein Trichter rein, dass er in die Truhe reinseht. Genau. Dann kommt hier drauf wieder eine Truhe, hier wieder ein Trichter ran. So. Und darauf wieder eine Truhe. Ihr könnt ganz einfach einen Gegenstand gegen eine Truhe platzieren, wenn, oder einen Trichter platzieren, wenn ihr einfach Shift gedrückt haltet. Wenn ihr gerade fliegt, müsst ihr Leertaste und Shift gedrückt halten, sonst fliegt ihr runter. Also, Leertaste und Shift. Zack. Könnt ihr ganz einfach etwas an eine Truhe oder an einen Trichter platzieren. Genau. So. Das dagegen platzieren. Genau. Dann kommt ihr könnt auch beliebig viele Truhen übereinander stapeln. Ihr könntet das rein theoretisch auch noch bis ins Unendliche weiter hochbauen, aber dann schießen die Ressourcen übers in die Höhe, die ihr dafür braucht und ja, so viel Platz braucht ihr nie im Leben. Also 4 Doppelkisten sollten reichen. Selbst für Cobblestone und Dirt. Genau. Dann könnt ihr ganz einfach hiergegen noch einen Trichter platzieren. Und jetzt kommt das einzig Komplizierte an diesem Lager, nämlich der Sortiermechanismus an sich selbst. Genau. Weil von diesem Trichter aus baut ihr jetzt 2 Blöcke weg. Dann hier so eine Konstruktion. Die sieht jetzt erstmal ein bisschen kompliziert upsala aus, aber ist sie eigentlich gar nicht so. Zack, das ist es schon, die Konstruktion. Da rein kommt jetzt ein Verstärker. Darauf kommt ein Komparator, der wichtig von Trichter weg zeigt. In den Komparator rein, zeigt den Trichter. Das macht ihr am besten, indem ihr mit den Trichter genau hier gegen diese Kante platziert. Zack, weil dann zeigt er perfekt hier in den Komparator rein. Genau. Dann verlegt ihr hier einmal Redstone. Hier unten kommt noch eine Redstone-Fackel hin. Unter dem Block. Und that's it. Das war eigentlich schon so die Haupttechnik. Weil wenn ihr jetzt rein theoretisch hier einen Stopfblock reinlegt, halt einen Block, der das Ganze füllt, dass hier nichts anderes reinkommt dann letztendlich, außer, sagen wir jetzt mal Redstone, dann sollte jetzt, wenn alles funktioniert, hat hier, wenn ich jetzt das Redstone reinlege, das runtergehen auf 41. Und das funktioniert so, der Komparator misst praktisch, wie viel hier drin ist. Wenn hier genau 41 Sachen plus nochmal diese 4 Blöcke drin sind, und es hat funktioniert, plus diese 4 Blöcke, also insgesamt 45 Items hier drin sind, hat er genug Stromstärke, um diesen Redstone-Verstärker zu bepowern, also damit der das Stromsignal wieder verstärkt und in die Redstone-Fackel leitet. Das heißt, die ist halt, die blockiert jetzt diesen Trichter und geht nur an, wenn hier, ups, das wollte ich nicht, wenn hier wieder Redstone reinkommt. Das heißt, wenn ich hier jetzt wieder Redstone rein tue, geht diese Fackel aus, der Trichter ist nicht mehr blockiert und hier kann jetzt das Redstone abfließen in die Truhe runter. Genau, so funktioniert das System. Und jetzt ist die Redstone-Fackel wieder an, weil hier nur noch 41 Items drin liegen. Genau. Super. Und
der letzte Redstone wird hier sogar festgehalten drin. Weil diese Fackel diesen Trichter blockiert, dass der nichts mehr aufnehmen kann und ausgeben kann. Genau. Und das könnt ihr jetzt so oft nebeneinander stecken, wie ihr wollt. Beziehungsweise nur 8 Mal. Nämlich, warte, bei wie viel bin ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 8 Mal könnt ihr das nebeneinander machen. Und dann müsst ihr eine kleine Lücke lassen. Das muss ich jetzt eigentlich nicht nochmal bauen. Sondern kann es ganz einfach jetzt hier dran zeigen. Einfach nach dem 8. Segment hier eine Lücke lassen. Und dann könnt ihr ganz einfach wieder dasselbe, zack, 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 hier dran bauen. Das heißt, dann könnt ihr nochmal 8 solche Segmente bauen. Und, ja, hier oben kommt jetzt einmal Packed Ice hin, dann hier drüber Glas. Und neben dem Glas, das kann ich mir kurz von hier drüben nehmen, nehmt ihr einfach Honig und platziert es mit Shift und Leertaste ein Honigblock auf diesen Trichter. Honig hat die spezielle Eigenschaft, ja, dass Sachen an ihm kleben bleiben. Und das Coole an dem Honig ist jetzt, wenn ihr da jetzt was gegenwerft, wie zum Beispiel, nehmen wir mal die Kiste. Zack, ups, dafür müsste man werfen können. Oder nehmen wir mal den gelben Beton. Zack, seht ihr? Der Honig, der Trichter sammelt das ein. Weil, ich kann gerne auch den Honig hier hin platzieren und dagegen was werfen. Warte. So, jetzt sieht man's. Der Honig ist zwar ein solider Block, aber wenn man jetzt mal genau mit F3 hinschaut, seht ihr, dass der Honig ganz leicht die Hitbox, also dieses Kästchen da von diesem Item, ganz leicht da reinlässt. Das heißt, wenn da jetzt ein Trichter ist, kann der Trichter das Item durch den Honigblock durchsaugen. Genau. Aber trotzdem bleibt der Block praktisch nicht da hängen, sozusagen. Also trotzdem bleibt praktisch der nicht auf den Trichter hängen, aus Versehen oder so. Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder einen Block wie eine Truhe gegenwerfe, egal. Aber ihr versteht schon, was ich meine, oder? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber so einfach ist das Dings. Und das könnt ihr jetzt beliebig oft nebeneinander bauen. Ihr braucht dafür gar nicht viel Stuff, sondern nur ein Honigblock, 5 Trichter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Truhen, plus nochmal die 5 von Trichtern, genau. Dann noch Glasblöcke 2, ein Eisblock, der Honig wird halt das schwerste wegen den 4 Honigflaschen, und dann noch ein Komparator, ein Repeater, 3 Redstone und nochmal ein paar Baublöcke. Und das ist schon alles, was ihr pro Segment braucht. Natürlich noch eine Redstone-Fackel, aber so viel ist es nicht. Und ich habe das auch in relativ, ja, groß nochmal in in Survival-Mode auf einen Server nachgebaut. Also das ist schaffbar. Und genau, damit könnt ihr dann super einfach Items einsortieren. Ihr müsst nur noch praktisch einen kleinen Wasseraufzug, warte, ich stelle mal kurz auf Tag, hochbauen, der geht auch ganz einfach mit ein bisschen Soul Sand, im Wassertunnel und ja, damit könnt ihr dann super alles, weil ihr müsst es ja praktisch so in den Dings spucken, dass schön die Sicht, die Hitbox da praktisch auf diesen Trichter ist, bisschen. Und dafür nehmt ihr ganz einfach ein, ja, so ein, ja, Werfer, der in Richtung dieses Honigblockes zeigt. Oder eine Wasserstraße, die dagegen spült. Und dann eine andere Wasserstraße, die es dann über die ganzen Segmente spült. Das geht auch ganz einfach. Aber das zeige ich euch nächstes Mal, würde ich sagen. Genau, in Part 2. Soweit, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken.
euch kostet's nichts und würde mir aber riesig helfen. Dann bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.